Hallo und herzlich willkommen zum großen Preis von Russland. Ich bin der Marre und ja, unser guter Kollege Zalando7Games ist auch mal wieder am Start. Hallo Zalando. Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ja, wir sind gleich hier in Russland zugange. Nochmal ein Update zum letzten Rennen, wer es gesehen hat. Ich war da nicht so besonders gut drauf. Nicht so besonders gut abgeschnitten, das Rennen. Dafür, der Kollege Salone hat noch einen Punkt, glaube ich, gerettet, ne? Ja, einen Punkt habe ich noch geholt in der letzten Runde. Sensationell, ihr müsst euch das anschauen. Ja, und wir haben uns halt jetzt entschieden, wir bleiben bei der Einstellung, wie wir es jetzt im letzten Rennen hatten, mit Experte bei den Schwierigkeitsgrad von den Computern. Und Bolidenleistung bleibt dann halt gleich. Fanden das eigentlich so ganz gut. Man muss immer die Top-Leistung bringen, um dann oben mitfahren zu können. Wer einmal Kacke baut wie ich im letzten Rennen, ist dann hinten drinne und bleibt da wahrscheinlich auch erstmal. Genau. Ich denke mal, so ist es auch ein bisschen realistischer, wie man das hier auch sieht. Ganz vorne sind halt Mercedes und Ferrari, so wie es halt so ist. Und dahinter sind halt dann wir. Klar, wir haben auch mal ein Rennen gewonnen durch die Sachen. Kann sein, dass wir jetzt total abstürzen in die nächsten Rennen. Aber wer weiß, vielleicht werden wir ja von Rennen zu Rennen immer besser und können dann oben auch mal mitspielen. Mal schauen, wie es werden wird. Genau, so sieht's aus. Und ja, dann wollen wir auch gleich mal wieder loslegen Jo. Zum Blitzqualifying. Ganz genau. Nach Sochi. Ab nach Russland. Die Strecke ist, glaube ich, richtig geil. Ich kann mich jetzt nicht mehr genau dran erinnern, aber ich glaube, die war ganz gut. Das ist die Strecke, wo es eine schnelle Kurve gibt, wo ich da fast jedes Mal gegen die Mauer knall. Das weiß Ach, ich ist das noch. die? Ah, nee, Das nein, ist das, die. nein, stimmt nicht. Oder ist das Valencia? Ich verwechsel die mal. Ich verwechsel immer Sochi mit Valencia. Ja, ich auch. Und da bin ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich wirklich die meine, die Mauer meine, die ich dann. Wir werden sehen, welche Strecke Wir das werden ist. sehen. Aber ich meine, das ist Sochi. Sind da viele Geraden? Ich weiß es nicht. Vergiss nicht, hier dein Antrieb zu ändern. Ja. Sonst holst du wieder rum, dass du schlecht bist, nur weil du deinen Antrieb nicht geändert hast. Okay, zur Strecke. Bist du noch was am Machen? Ja. Achso, Sorry. okay. Ich habe mich gewundert, irgendwas. Oh, irgendwie habe ich die Strecke nicht so in Erinnerung, gerade die erste Kurve. Ja, du hast Valencia dann in Erinnerung. Oh. Oh, der ist vergessen. Ja, ich auch. Auch relativ spät erstmal eingesetzt. Rechtskurve. Komm. Gas, Gas, Gas. Ich glaube, eine ganz enge Rechtskurve. Früh bremsen. Einlenken und mit Schwung raus. Also genauso, also nicht so wie ich, sondern halt mit Schwung. Oh. Ah, die war ganz gut. Oh, die Sonne, die stört aber. Mensch! Ja, genau das war mein Fehler. Problem gerade, nicht Fehler. Hat mich zum Fehler gezwungen, natürlich. Natürlich. Aktiv. Der ist nicht optimal. Ja doch, das ist die Strecke. Hier gibt es gleich diese Linkskurve. Ja, ja. Man leicht zu, ein bisschen zu stark nach links gelenkt und in der Wand landet. Oh, Glück. Ja. Hat einiges an Zeit gekostet, aber... Ah, das fand ich so gut. Das war grottenschlecht. Und jetzt die letzte Kurve. Ah, komm mit Schwung raus. 1,14. Boah, 1,6 Sekunden langsamer als Rosberg. Eieiei. 17. 22. 17. Und ich fand mich eigentlich gar nicht so schlecht. Ja, ich hab mir da bei dir, wo du gesagt hast, die schnelle Linkskurve, alles kaputt gemacht. Ja. Experte ist doch nicht so einfach.
Experte. Oh, und so knapp an 16 auch noch. Eineinhalb 0,04. Sekunden habe ich verloren auf dich. Ja, fast. Alter, Alter. Ah, mal schauen, wie es im Rennen sein wird. Ich glaube, ich habe mir falschen Antrieb da geholt. Jetzt meckert er schon wieder über Antrieb. Bin auf Geschwindigkeit gegangen, aber da waren ja nur Kurven. Aber ich stehe direkt neben meinem Teampartner. Ah, oh, das war nicht so gut. Der Start war gut eigentlich von mir. Oh, das wird krachen gleich. Wow! Wow! Was ist da denn los? Alter, hast du das gesehen? Ich kann da gar nicht mehr reagieren, Alter. Auf einmal dreht sich da alles. Gott sei Dank ist nicht viel kaputt gegangen. Alter Falter. Was für Wahnsinnige. Ja toll, jetzt bin ich 19. ey. Idioten. Alter, und du sagst es noch, es wird krachen, es wird krachen, es wird krachen. Wen soll ich denn noch vorbeilassen? Magnussen ist doch vor mir, ey. Oh, der checkt hier jetzt gerade gar nichts. Ja, geil, hab eine 5-Sekunden-Strafe bekommen. Weil das virtuelle Safety Car jetzt einfach überhaupt nicht checkt, wer vorne ist. Ich soll Magnussen vorlassen, Alter, der war voll vor mir. Geil, Alter. Jo, einfach alle überholen können, ey. Hab alle dann durchgelassen und bekomme trotzdem, ne? Strafe. Alter, wie das aussah von meiner Seite aus, ne? Boah. Richtig krass, Alter. Ich wusste gar nicht, was ich machen soll. Einfach reingeknallt. Diesen Rennen wird es auf jeden Fall keine Punkte geben. Ich bin aus dem Rennen. Oh. Was hast du gemacht? Mich hat sauber erwischt. Oh je. Yeah. Oh. Mensch, Marde, was machst du denn? Kann doch nicht sein hier. Mann, 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 Mann. Ja, das war's dann von mir, meiner Seite aus erstmal. Schade, schade. Ihr könnt euch das Rennen dann bei meinem Kollegen Salono 7 Games angucken. Ich bin fürs Erste raus. Und ich sag mal, wir sehen uns dann im nächsten Rennen. Bis dann. Tschö, Marte. Tschö. Tschö. Gott sei Dank komme ich so langsam rein. Komme auch näher. Und vielleicht ist doch noch nichts verloren hier. Niemand. Oh fuck! Die Kurve meinte ich. Ey, mein Gott, jedes Mal. Man bremst ab, auf einmal zieht das Auto voll nach links. Oder die Mauer kommt auf einmal voll nach rechts. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall ist das nicht schön. Was für Box? Ich fahr doch nicht in die Box. Alles gut, so wie es ist.
verfügbar, wenn du dich höchstens eine Sekunde hinter dem Wagen vor dir in der DRS-Zone befindest. Aktuelle behalten, wir wollen nichts ändern hier. Ah, hier am Anfang komme ich relativ nah, habe ich so das Gefühl. Ja, irgendwo verliere ich dann die Zeit wieder auf der Strecke. Ah, diesmal habe ich es so gut getroffen. Ah, die habe ich auch gut genommen. Jetzt bin ich wieder dran. Mann, 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 direkt am Start diese riesen Karambolage. Ich habe fast das Rennen versaut. Und man darf nicht vergessen, ich habe noch die 5 Sekunden Strafe. Ach, die ist ja auch noch da. Weil das System hier nichts gecheckt hat. Vom Rennspeed bin ich ein bisschen besser als die vor mir. Aber das wird leider nicht viel bringen. Weil A habe ich noch die 5 Sekunden Strafe. Und B ist es bis Platz 10 noch sehr, sehr weit weg. Und dafür bin ich nicht schnell genug. Boah, an die Sonne, die stört sowas von. Das ist der Hammer. Hat sich denn sowas ausgedacht hier? Ah, nein, 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 nein. Come on. Oh, endlich mal DRS hier am Start. Wirklich entscheidend nah genug komme ich trotzdem nicht. Das gibt es doch nicht. Die habe ich jetzt aber auch so schlecht genommen. Ja, und die dann direkt hinterher auch. Mensch, Mensch, Mensch. Jetzt auch. Ach. Jetzt verhau ich mir das drin. Ach ja, Box.
Na komm, fahren wir mal. Nein, nichts zu verlieren. Ach, jetzt kommt noch die 5 Sekunden Stop-and-Go-Strafe dazu. Und dann sind wir wahrscheinlich wieder ganz hinten am Feld angelangt. Da machst du nichts. Und arbeiten. Ja, und dann wechseln die auch noch den Frontflügel. Das habe ich auch vergessen einzustellen. Ach, jetzt kommt alles zusammen. Dann stehen wir schöne 12 Sekunden an der Box. Bam. Statt 4 oder 3 Sekunden, 12 Sekunden. Mensch, Mensch, Mensch. Siebzehnter sind wir. Vor uns ist Gutierrez auf dem 16. Okay. 11 Sekunden, 11,6 Sekunden haben wir Rückstand. Schauen wir uns mal 2-3 Runden an, ob wir da deutlich näher kommen oder nicht. Bin gespannt. Ja, wenn wir so fahren, mit Sicherheit nicht. Nehmen wir noch 11,6. Oh, Raikön führt wieder das Rennen an. Sensationell. Holt er sich den nächsten Sieg nach dem letzten Rennen? Boah! Schlappe 26 Sekunden hinter Magnussen. Ja, super. Das sind doch keine 26 Sekunden. Was redet er denn da? Ich sehe ihn doch auf dem Radar da. Doch auch. Vielleicht 10 Sekunden. Drei Sekunden haben wir jetzt Rückstand. Haben wir immer noch 5,3. Ja, perfekt. Zack, nur noch 4,1. Yeah! Sind wir richtig nah dran. Thank you.
Nein, oh. Immer noch 4,1. Im ersten, zweiten Sektor hole ich überhaupt nicht auf. Mensch. Na, ich ziehe auch eine alternative Strategie, liebe Leute. Ich denke, das macht wenig Sinn, hier noch weitere 5 Runden einfach hinterher zu fahren. Von daher beenden wir diese Session. Und ja, hat dieses Rennen leider nicht so ganz geklappt. Auch durch das Ausscheiden von Mario ist das natürlich dann auch nicht mehr so spannend gewesen. Jetzt auch nur die letzten 5 Runden. Und wirklich nach vorne wären wir höchstwahrscheinlich auch nicht gekommen. Und deswegen denke ich mal, ist es sinnvoll, dass wir hier einfach abbrechen und einfach dann direkt schon ins nächste Rennen dann gehen in der nächsten Folge. Sebastian Vettel hat das Rennen vor Ricciardo und Hamilton und Raikkonen gewonnen. Ausgeschieden sind neben Mare auch noch Hülkenberg und Kiat durch den Riesenunfall am Anfang, der mich natürlich sehr viel Zeit gekostet hat und wodurch ich dann auch noch irgendwie die 5-Sekunden-Strafe bekommen habe, weil irgendwie alles durcheinander war. Und damit wurde einfach mein Rennen auch zerstört, leider Gottes. Und ja, somit konnten wir dann nicht mehr viel anrichten, aber bedanke mich trotzdem fürs Zusehen und dann schauen wir uns dann im nächsten Rennen wieder und vielleicht sind wir da erfolgreicher und kommen dann noch weiter. Bis dann, ciao.